Recht herzlich willkommen zur neuen Folge von City Skylines, und zwar ist es die Folge Nummer 68. Ja, sind wir wieder drin. Wir haben letztes Mal noch den letzten ein Krankenhaus vor die Tür gestellt. Das war hier hinten, da wo jetzt das Wasser fehlt. Da muss man da auch gleich zusehen, dass da Wasser hinkommt. Einmal das Rohr bitte verlängern. Und wie sieht es mit Strom aus? Strom ist aber da, okay. Gut, haben wir hier denn Windenergie? Hätten wir hier auch irgendwo... Oh, hier oben wäre Windenergie, aber da kann man leider nichts hinmachen, ne? Oh, ganz oben drauf wird gehen, guck mal an. Nein, wir wollen den Berg nicht verschandeln, oder? Sollen wir hier hinten ein bisschen... Ja, wäre dann ideal, ne? Dafür müssen wir jetzt hier noch so ein Stück Land kaufen. Wird das Sinn machen, hier was zu kaufen? Ich glaube ja, weil da noch mehr Erdöl ist. Naturrohstoffe. Doch, da steht's. Überfluss an Ölrohstoffen und Wald. Ausgehende Verbindungen, keine Straßen. Schiffsverbindung gibt's. Und Flugzeug geht auch, ja, ist klar. Kostet 17.800. Peanuts, ne? Machen wir. So, dann wieder rein. Achso, wir sollten vielleicht das Spiel mal laufen lassen, ne? Und dann können wir hier auf die Ecke ja tatsächlich Windräder stellen, oder? Ne, ich glaube, wir müssen dann noch hier vorne anfangen. Windpark würde laufen. Ist die Frage, wie verbinden wir das Ganze? Machen wir erst eine Hochspannungsleitung, die wir nachher wegnehmen? Ja, komm, machen wir erst. So, zur Sicherheit für das Krankenhaus war das jetzt, ne? So, jetzt haben wir hier vorne den Rohstoff Öl in Überfluss, ne? Ja. Das würde bedeuten, wir müssten da oder könnten da noch viel mehr Industrie anpflanzen. So wie hier schon die schwarze ist, ne? Dafür haben wir ja extra Straßen freigelassen, oder? Was haben wir denn für eine Straße hier genommen? Vierspurig. Ich glaube, da können wir gleich mit vierspurig dann auch weitermachen, ne? Oder ist es sechsspurig? Sehe ich jetzt... Ne, vierspurig. Okay, dann machen wir vierspurig hier weiter mit dem Grünstreifen drin. Gehen wir von hier los. Und gesprungen wäre schöner, finde ich. Ich denke mal hier so lang. Hier so lang. Und da dran, oder? Ideal, oder? Sieht doch gut aus. Gut, weitere Erschließungsmöglichkeiten also gegeben. Lass mal gerade nochmal die Ressource angucken. Auf der Innenseite hier wird das nicht gebraucht. Der Handel könnte da noch blühen. Oder die Bürokratie vielleicht noch ein bisschen hier ausweiten. Da in der Mitte ist noch ein Gebäude, ich weiß gar nicht, was da hingekommen ist, ist aber jetzt auch egal. So, lassen wir das mal. Dann freuen die sich alle. Hier machen wir den dicken Kommerz noch bei. Dann sind die auch glücklich, aber Wasser brauchen wir bestimmt, ne? Ja, können wir auf jeden Fall hier schon mal runterlegen. Gut, haben wir. Wird Sinn machen anzuschließen? Ja. Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall, ne? Falls hier rum was kaputt gehen würde, wird es andersrum fließen, aber ich glaube, es geht nichts kaputt. Meine ich jedenfalls. So, dann wäre jetzt hier
eine Straße reinbaubar, oder? Würde ich jetzt mal so machen, oder? Nur gucken. Ja, ich denke mal, da sind wir weit genug von der Kreuzung da weg, dass nicht irgendwelche Rückstaus entstehen, ne? Ach, jetzt haben wir auch noch eine Vierspurige gemacht. Ach, das wollte ich ja eigentlich gar nicht, ne? Aber ist nicht schlimm, dann fließt der Verkehr da ja auch besser. Können wir jetzt so eine Stichstraße reinmachen? Ja, machen wir ruhig so. Und hier würde ich jetzt sagen, machen wir von hier aus eine Straße rein. Und dann so geht, oder? Ja. Machen wir da mal eine Gerade, oder? So. Und von da machen wir es bis nach dorthin. Dorthin. Ah, die können auch ruhig da hinten drauf gehen. Warum will die da nicht so? Da war doch gerade irgendwas Blaues, oder? Passt. So, das wäre so. Hier machen wir noch eine Einfahrt hin. So, das ist da schon zu Ende. Und, nee, da wollen wir keine mehr machen, oder? Warte, dann könnten wir höchstens noch von hier darüber. Machen da. Kommen wir da raus? Leider nicht, okay. Komm, machen wir so. Alles gut, oder? Hier machen wir noch eine Sackgasse rein. So, neues Gebiet, neues Glück. Aber Industriegebiet halt, ne? Kommerz sollte vielleicht auch noch ein bisschen hin. So in den Kurven oder so, ne? Also hier würde ich jetzt ein bisschen Kommerz reinpflanzen, damit die Arbeiter auch ihr Mittagessen kaufen können, ne? Ja, jetzt haben die gleich kein Dingens. Wie heißt es? Kein Strom, dann kann die, ne? Da auch noch ein bisschen hin. Die Felder lassen wir mal frei, falls da noch eine Straße mehr kommt. Da hinten ist natürlich jetzt doof, ne? Hm, ob das richtig war, weiß ich nicht. Und die beiden Felder lassen wir mal weg. Gut. So, dann fehlt es natürlich an Wasser. Ne, an der großen Straße fehlt es noch nicht mal an Wasser. Guck mal an. Okay. Wasser ist da, Strom ist jetzt das nächste Problem wahrscheinlich. Hier sind schon welche gewachsen. Industriegebiet noch schnell hinbauen. Haben wir's?
Gleich machen wir mal hier so in dieser Form. Gut. Ah, jetzt ist nur die Frage. Ja, ist alles bestens. Und industrietechnisch wollen wir hier, ja, dieses Gebiet vielleicht vergrößern, oder? Ich weiß gar nicht, ich hoffe, dass es nur das Industriegebiet betrifft und wenn ich da das Gewerbe habe, dass es dann kein Problem macht. Die Frage, wie weit geht das? Noch eine ganze Ecke nach da hinten, okay. Ich glaube, das ist schon so gut, oder? Ja, lassen wir so. Oder? Mal kicken. Könnte noch ein bisschen größer hier sein, aber im Großen und Ganzen geht schon, ne? Komm, mach mal fertig jetzt hier. Alles das Gleiche. Eins der größten Industriegebiete, was wir jetzt hier haben, wahrscheinlich. Wenn wir schon dabei sind, machen wir das hier auch noch so hin. Ich habe keinen blassen Schimmer, ob das gut oder schlecht ist. Aber es passt. So, Strom. Wächst und gedeiht, glaube ich. So, hier gibt es eine Verbindung, oder wie sehe ich das? Sonst wird das hier nicht weggehen, oder? Oder ist es schon abgerissen worden? Könnte auch sein. Ne, Verbindung steht jetzt durch dieses Gebäude. Hier ist auch schon Industrie hingekommen. Alles gut also. Licht geht sogar an im Viertel. Straßenlaternen funktionieren halt. Ja. So, die brauchen dann irgendwann ganz viele Arbeiter. Da müssen wir uns dann auch noch drum kümmern, ne? Okay, hier ist alles vorhanden wohl. Ja, schauen wir mal. Jetzt haben wir Industrie genug, jetzt fehlt uns das andere beides, ne? Aber wohl, da können wir ja noch hier so ein bisschen ausweiten, oder? Machen. So, das wollen wir wegen den Straßen nicht. Da auch noch einer hin. Da machen wir noch einen hin. Und da. Alles gut, oder? Das wird schon weniger. Hier können wir noch ein paar Häuser einstellen. Da lassen wir frei wegen Straße und so. Im Außenbereich noch ein paar Arbeiter. Lass mal hier weg. Vielleicht machen wir da noch eine Straße hin oder so. Wie sieht es da aus mit... Im Innenbereich wird es auch noch gehen. Komm, zack. So, passt. Jetzt müssen wir nur noch einziehen, ne? So. Strom. Passt, ist schon vorhanden. Wunderbar. Hier kann das auch mit dem Strom klappen. Ach, hier haben wir noch so eine Sackgasse. Da können wir noch ein paar Häuschen hinstellen, oder? Wie sieht denn das da mit der Farbe aus? Ist zwar schon dunkel, aber... Zack. Passt schon.
So. Ja, wird immer weniger. Alles gut also. Strom gibt's da. Wasser meine ich, nicht Strom. Wasser wollte ich sehen. Ja, gibt's da auch. Alles im grünen Bereich. Gut. So, wächst und gedeiht. Müssen wir uns dann die Tage wieder darum kümmern, hier was abzureißen. Dann können wir mal schnell machen. Ist doch gar nicht so viel. Hier sind auch wieder drei Hütten. Die es nicht geschafft haben, Arbeiter zu finden. Das war knapp daneben, aber auch vorbei, glaube ich. So, wie sieht es sonst so aus? Irgendwo, ach, hier ist auch noch eins zwischendrin. Da auch, aber sonst flupft es hier, glaube ich. Da auch. In unserem Hauptzentrum sieht es auch gut aus. Was ist hier für ein Problem? Müllproblem, alles klar. Da müssen wir uns in der nächsten Folge definitiv dann um Mülleimer kümmern. Oh, jetzt haben wir, glaube ich, eine Straße vergessen. Das war nicht so gut, ne? Eine Autobahn. Könnte sein, oder? Halt, ich will den nicht krumm machen. Passt das wieder? Ne, wahrscheinlich falsch umgezogen, ne? Genau so ist es. Ah. Mal weg. Mal hin. So. Und schön mit Lärmschutzwänden, die wir sonst nirgends haben, ne? Auch schade. Naja, okay. Müssen wir vielleicht mal überlegen, die abzugraden, ne? Aber hier wollen wir ja keine Lärmschutzwände haben. Da wollen wir ja Kommerz haben, ne? Oder? Und das ist doch keine Autobahn wahrscheinlich. Das ist dann eine normale Stadtstraße. Na, ist egal. Gut, aber dann würde ich erstmal sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.